Hallo ihr Lieben, heute gibt es nach langer Zeit mal wieder ein Füllervideo. Und zwar nicht, hat es deswegen so lange gedauert, nicht weil ich nicht genügend Füller gekauft hätte in dem Jahr, ich glaube seitdem ich das letzte Video gemacht habe, sondern es gibt so viele tolle Reviews von Füllern, von Leuten, die das richtig gut machen. Und teilweise gibt es von einem Modell dann so viele, dass ich mich da nicht auch noch dranhängen muss, weil ich kann es dann eh nicht besser machen. Und warum soll ich das nur, um mich hier zu produzieren und um euch zu zeigen, was ich für tolle Sachen habe? Nee, nee. Ich werde jetzt nur noch Sachen machen, nur noch Füller-Videos machen von Sachen, die ich sonst so auf YouTube noch nicht gesehen habe oder wenig gesehen habe. Oder die mir was Besonderes bedeuten oder die irgendwie irgendwas Spezielles haben. Eben. Naja, also. Ja, demnächst mache ich mal eins von den Magna Carta Sachen, die ich auf der Dutch Pen Show gekauft habe. Im Juni war das, glaube ich. Ja, egal. So, heute gibt es was, was ich normalerweise nicht zeige ich euch was, was ich normalerweise nicht kaufe. Und zwar China-Schrott. Wobei ich auch nicht weiß, ob es Schrott ist. Ich weiß jetzt auch den Preis gar nicht. Habe ich vergessen, nochmal nachzugucken, natürlich. Klug, wie ich bin. Aber vielleicht schreibe ich es unten rein in die Infobox. Es war billig. Direkt aus China. Interessanterweise kriegt man das dann hier in so einem kleinen Beutelchen von einer Adresse in Norddeutschland, von der Firma eQuick. Also schicken die aus China den Plunder wahrscheinlich containerweise da zu dieser Firma eQuick und die verteilt das dann in Deutschland oder in der EU. So hat man keine Probleme mit dem Zoll. Ich meine, hier bei dem Warenwert, da macht sich der Zoll noch nicht mal die Mühe, das überhaupt anzufassen. Und du brauchst dann eben auch keine großen Zolldokumente. Die schicken einen Container da und dann, was weiß ich, ist auch egal. Keine Ahnung, wie das machen, interessiert mich auch nicht. Es ist auf jeden Fall, habe ich was gekauft. Und zwar, ja, es kommt in diesem wundervollen, unglaublich stabilen Versand-Dings an. Also ich nehme nicht an, dass das so aus China kommt. Ich nehme an, dass es so in Rheinbeck umgepackt wurde. Aber trotzdem, sehr sicher ist das nicht, denn da drin ist nichts. Deswegen ist es auch kein Unboxing, sondern ein Untüting. Schauen wir, was habe ich? Ich habe Tintenpatronen, da komme ich gleich dazu, warum. Und den Füller. So toll ist der verpackt. Das ist alles, was man kriegt. So. Zoomen wir mal rein. Nicht raus, rein. Rein heißt größer machen. Sorry. So. In dieser wundervollen Verpackung befindet sich das Modell Press the Pen Black. Also drück den Stift schwarz. Tja. Hier seht ihr auch noch irgendwas Chinesisches, was auch immer. Press the Pen Black ist die chinesische Billigantwort auf den Pilot Vanishing Point oder wie er in Europa heißt, Capless. Also ihr wisst den, klick, klick. Tolles Teil, super. Wir reden natürlich über eine ganz andere Preisklasse. Hier sind wir, glaube ich, bei, weiß ich nicht, 2,95 oder vielleicht auch 4,95, ich weiß es nicht mehr. Und dieser Füller ist angeblich so toll. Es gibt da ein tolles Werbevideo von dieser Firma. Gekauft habe ich das übrigens bei einer Firma, die Engelliebe heißt. Eine chinesische Firma, Engelliebe. Dazwischen ist so ein Ding zwischen Engel und Liebe, was aussieht wie ein Engel. Also ich vermute mal, das soll so eine Wortspielerei sein von Chinesen, die keine Ahnung von Deutsch haben, wie immer. Irgendwas mit Engelliebe oder sonst irgendwas. Also für mich klingt Engelliebe eher nach sowas wie, Beate Use.
Okay, also dieser Füller ist dieses tolle Teil hier. Hat nicht allzu lang gedauert. Ich glaube, 10 Tage oder sowas aus China. Und dann jetzt noch einen Tag hier oder zwei hier in Deutschland. War es offensichtlich unterwegs. Dieser Füller ist angeblich wunderbar, weil er ja so praktisch ist. Dadurch, dass es ja so ein Drückfüller ist, muss man also keine Kappe abschrauben oder abziehen, keine Steckkappe, keine Schraubkappe, sondern man macht es so wie eben beim Pilot Vanishing Point. Klick, klick, oder wie beim Kugelschreiber. Und das ist ja das Tolle für unterwegs, wenn man schnell mal Notizen machen will und nur eine Hand frei hat, na, dann ist das ja eigentlich ideal. So. Wenn man dieses wundervolle Ding auspackt, stellt man als erstes fest, dass es... Warum ist da eine Kappe drauf? So eine hässliche Plastikkappe, so eine durchsichtige? Naja, vielleicht als Transportsicherung, so als Transportschutz. Der Clip übrigens sieht verdächtig nach Lamy Safari Kopie aus, in schlecht. Ne? Der Drücker ist grenzwertig hässlich. Der ganze Stift ist, gibt es in 1000 Farben. Verkauft wird das in dem Engeliebe-Shop unter Rainbow Pen oder sowas, glaube ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich habe ihn in schwarz genommen, weil die anderen Farben einfach zu scheußlich waren. Ja, schön geht anders, aber gut. So, jetzt machen wir mal diese tolle Kappe ab und schauen uns das mal genauer an. Ich zoome da mal rein. Aha, rein. So, gucken wir. Was können wir sehen? Wir sehen so eine Öffnung vorne, die so ein ja, so angeschrägt ist, wo dann die Feder rauskommen soll. Und ja, wie gesagt, Clip und Drücker haben wir schon gesehen. Mein Fuß schläft gerade ein. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Das ist irgendwie unbequem gerade. So, sorry. Irgendwie muss ich das wieder umbauen. Ich habe das Stativ letztens verstellt für irgendeine Aktion und das ist gar nicht bequem. So, jetzt ist besser. Also, ja. Und jetzt stellt sich auch heraus, warum wir diese wundervolle durchsichtige Plastikkappe haben. Denn dieser Füller hat natürlich bei dem Preis, im Gegensatz zum Pilot Vanishing Point oder Capless, keinen Verschluss vorne in der Öffnung. Seht ihr das? Nee, ihr seht ihr nicht. Das ist zu dunkel. Da ist nichts. Das ist vollkommen offen. Man sieht ja da sogar schon... Ups, seht ihr da die... Ja, das ist zu... Zu blöd, so geht das nicht. Vielleicht so. Man sieht da diesen silbernen Punkt, das ist die Spitze der Feder. Das Ding liegt komplett offen. Das heißt, das trocknet sofort aus. Ein. Also nichts mit Klick- und Schreibbereit. Ne? Also mit Kappe. Bedeutet, das Ding ist vollkommen nutzlos. Weil wenn ich eh eine Kappe habe, die ich abziehen muss und die ich dann in der Hand halte oder irgendwie hinlegen will, dann brauche ich den Klicker ja gar nicht mehr. Dann kann ich auch einen ganz normalen Füller mit einer Steckkappe nehmen. Von mir aus auch einen für 2,95 aus China. Aber das ist vollkommen Banane, das Teil. So, klicken wir mal. Naja, das klingt nicht schlecht. Das klingt wie Kugelschreiber. Nichts Besonderes. Und wir sehen nicht viel von vorne. Naja, es kommt was raus. Von der Seite sehen wir auch nicht viel mehr. Und von unten sieht man auch nicht viel mehr. Vielleicht hätte ich doch eine andere Farbe als schwarz nehmen sollen. Dann hätte ich euch mehr zeigen können irgendwie. Egal. So, dieses wundervolle Ding. Jetzt wollen wir das mal befüllen. Erstens schraubt sich dieses Ding dauernd ab, weil es überhaupt nicht richtig festsitzt. So, also. Ich habe Patronen mitbestellt, weil ich gesehen habe, schon in dem Demo-Video, dass diese Patronen anders aussehen als Standardpatronen. Die Patronen heißen übrigens Press the Black Ink Cartridge of the Pen. Ah ja. Okay. So. Wie ihr seht, schon in der Tüte, in diese Patronen, ist so gut wie nichts. Ist ja noch nicht mal halb voll, also ja, vielleicht gerade halb voll. Die sehen aus, als wären sie uralt und eingetrocknet. Scheinen aber zu sein, sonst wäre ja die Plörre auch ausgelaufen. Manche haben auch mehr drin. Ja, in manchen ist mehr drin, in manchen ist gar nichts, so gut wie gar nichts drin, habe ich den Eindruck. Machen wir das mal auf.
Ich habe natürlich wieder nichts zum Schneiden hier, nämlich die Geflügel. Ach da, doch, da ist eine Schere. So, schneiden wir das mal aus. Gut. Ich habe diesen Füller, wie gesagt, eben mit euch zusammen ausgepackt. Ich hatte nur die Box aufgeschnitten, damit ich, um zu gucken, ob ich überhaupt was bekommen habe oder ob da vielleicht irgendwie ein toter Fisch drin ist oder nur ein Zettel auf dem HH steht, man weiß ja nie. Schaut euch das mal an hier. Schaut euch das mal an. Hier ist so viel drin. Dann klebt das da vorne irgendwie fest. Hier ist so viel drin. Die hier ist fast voll. So, und wie ihr seht, sind diese Patronen, haben vorne eine Kugel, aber dass die Öffnung ist irgendwie, ihr seht gar nichts, ich bin zu dumm. Die Öffnung ist irgendwie größer und dieses Teil hier vorne ist länger. Und ich habe in einem anderen Video gesehen, auch von irgendeinem chinesischen Füller, dass wo jemand versucht hat, Standardpatrone, weil offensichtlich auf der Webseite oder im Shop irgendwie stand, dass Standardpatronen gehen, und hat es versucht und es ging nicht, weil irgendwie kommt man da gar nicht rein. Wir werden es jetzt ausprobieren. Ich nehme mal diese Patrone, in der am wenigsten drin ist, für den Fall, dass dieser Füller wieder erwarten doch schreibt, werde ich das Schwarz dann schnell entsorgen und was anderes reinfüllen, aber vielleicht auch nicht. Schrauben wir es mal auf. So. Wenn jetzt ein Konverter drin ist, dann lache ich mich schlapp. Da ist ein Konverter drin. Ich glaube das nicht. Da ist tatsächlich ein Konverter drin. Das ist ja... Und was ist das für ein Konverter? Das ist ein Konverter. Hat sogar ein Kügelchen drin. Ein richtiger Konverter? Nee, ist das nicht. Wie funktioniert der denn? Ach, hier mit so einem Schieber. Muss ja, so ein Schieber. Also der Konverter ist ja schon... Wahrscheinlich... Der Konverter sieht aber auch fast normal aus. Wieder. Hat aber auch eine größere Öffnung. Ich glaube, der passt nicht in andere Sachen. Aber allein schon der Konverter ist mehr wert als der Füller, glaube ich. Wenn er denn woanders auch reinpasst. Gut, ich habe jetzt entschlossen, diese Patrone zu nehmen, aber cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich glaube, stand auch nichts davon, dass da ein Konverter drin ist. So, also. Ich erspare euch irgendwelche Gewichte und Maße und sonst irgendwas. Das ist das Ganze nicht wert. Also stopfen wir hier mal diese Patrone rein. Hä? Also wenn ich hier drücke... Ah, okay. Gut, hat geklappt. Dann schrauben wir es mal zu. Läuft die Tinte? Ja. Sieht auch interessant aus, irgendwie hinten mit diesem Stopfen, als könnte man das abmachen und wie von... Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So. Jetzt lasse ich den mal einen Moment liegen, damit die Tinte sich verteilen kann und durch den wahrscheinlich nicht vorhandenen Tintenleiter in die Feder geht oder wie auch immer oder ausläuft oder was auch immer. Machen wir mal ein Päuschen. So, ich kann es nicht abwarten. Ich habe jetzt gerade mal 30 Sekunden gewartet. Schauen wir mal, ob sich schon was tut. Rodia Dotpad. Ich kann noch ein bisschen reinzoomen. Und dann schauen wir mal. Die Überraschung. Ein Press the Pen in Black. Befüllt mit der... Jetzt können sie mir alle entgegen. Mit der Press the Pen Black Cartridge of the Pen. Schauen wir mal. Ui, schreibt sofort los.
sehr fein. Da konnte man auch nichts auswählen. Press the Pan Black mit Press the Pen Ink Cartridge of the Pen Ink Cartridge of the Pen in Klammern Black. Also er schreibt tatsächlich, ne? Schreibt wie ein Kugelschreiber, also vom Schreibgefühl her ist wie ein Kugelschreiber. Sieht aus wie ein Kugelschreiber. Ich sehe keinen Vorteil darin. Außer, dass es ein Füller ist. Und ich, aber, naja, gut. Schauen wir mal. So. Ist ein bisschen unangenehm zu schreiben. Weil man das Gefühl hat, man bleibt irgendwie hängen oder das irgendwas, ich weiß nicht. Einerseits gibt die Feder ein bisschen nach, aber andererseits, ja, da so kaum rausguckt, also ich weiß nicht, ich weiß nicht. Schauen wir mal, schreiben wir mal ganz schnell irgendwie. Also Aussetzer gibt es keine. So. Das kann man sich eigentlich sparen. Kommt tatsächlich auch Tinte raus. Erstaunlich viel für so eine Mikrofeder in Fein. Also so zum Schreiben. Ist es gar nicht mal so schlecht. Schauen wir nochmal. Ja, also die vom Schreiben her ist es tausendmal besser, als ich gedacht habe, muss ich echt sagen. Das Ding ist potthässlich. Es wäre eigentlich nicht schlecht, so als Füller für, ja, wenn man Angst hat, den Stift eventuell zu verlieren oder dass er kaputt geht, irgendwas, was man so... Keine Ahnung, bei einer Wanderung oder bei einem Spaziergang oder sonst irgendwie so in die Tasche schmeißt oder in den Rucksack tut, obwohl ich dann wahrscheinlich lieber ein Kaweco Sport mitnehmen würde, um vielleicht sogar den einen aus Metall, entweder ja, ein AL Sport. Da ist man auf der sicheren Seite oder irgendeinen anderen so für diese Art, ne? Keine Ahnung. Aber wenn man meint, so ein Klickding wäre natürlich praktisch. Aber dann, wie gesagt, der ist vorne einfach offen. Ich habe leider jetzt nicht, man sieht es nicht, ist zu dunkel, schwarz in schwarz. Ne? Also muss ich immer diese Kappe drauf machen. Diese potthässliche Kappe, die vollkommen bescheuert ist, weil sie dazu führt, dass die Funktion dieses Füllers als Click the Pen oder Press the Pen verloren geht. Blödsinn. Also wie gesagt, ne, entscheidet selbst, ob ihr sowas braucht. Ich finde es lustig, mal sowas zu haben. Ich werde jetzt nicht anfangen, China-Ware zu kaufen. Das war eine Ausnahme. Ich fand es irgendwie witzig und wollte es mal ausprobieren. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht, dass ich gar nicht so viel zu meckern habe, außer diesem
Quatsch da mit der Kappe. Die, wie man so schön sagt, Performance ist gar nicht mal schlecht. Es ist super leicht und wäre eigentlich, wie gesagt, eine praktische Sache. Was weiß ich, schnell mal irgendwo eine Unterschrift machen. Aber mit der Kappe sinnlos. So, das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich habe was gelernt, auf jeden Fall. Ob ich nochmal was bei Engelliebe kaufe oder Engelliebe oder wie auch immer, keine Ahnung, wer sich den Scheiß ausgedacht hat, das wage ich zu bezweifeln. Tschüss, bis demnächst.